Willkommen zurück zu einem neuen Part von Darksiders 2 Definitive Edition. Ja, im letzten Part haben wir hier die dreifache Lindy geholt in diesem Bereich hier, den Erfolg, einen sehr komischen Erfolg. Keine Ahnung, warum der existiert. Wir haben den ersten riesigen Herzstein für den Wächter quasi aktiviert, ihm eingepflanzt und machen jetzt uns auf den Weg, den zweiten zu aktivieren. Ja, und damit los geht's. So riesige Hinterbereiche. Ich glaube nicht, dass wir hier rüberkommen, oder? Ach. Ah, oh. Das macht es natürlich alles wesentlich einfacher. Ach du Scheiße, wie tief kommen wir da noch reinschwimmen alles. Ach, das ist so groß. Ah, als Darksiders-Spieler überfordert. Hilfe! Natürlich gibt es hier so einen Talisman. Das ist sehr zu erwarten, was ich mir für diesen Part so überlegt hätte. Was. Ich glaube, Nordic hat ja nach der Definitive Edition einen dritten Teil für Darksiders angekündigt, weil es ist ja eine. Zwar überraschend, aber eine erfolgreiche Videogame-Franchise. Deswegen so ein paar Überlegungen, was so Darksiders 3 sein könnte, wo das spielen könnte. Keine Ahnung, ich frage ja euch in diesem Falle, weil ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir halt nur denken, dass es halt quasi, ich weiß nicht, Wut oder Streit, keine Ahnung, wer von den beiden die Peitsche hat, aber halt der eine Reiter, der eher wie eine Frau aussieht, halt mit der Peitsche, ist quasi... Oh, hallo, wilder Schweiner. Dass quasi es dann in diesem Fall um die geht. Im Streit oder. Auf jeden Fall nicht der mit den Pistolen, weil das ist ja natürlich ein Action-Adventure. Sehr kompliziert. Da ist jetzt mal ein Pistolen. Immer nur. Oh, spring da nicht runter, Bro. Immer nur Nebenwaffen. Muss halt schauen. Aber halt Peitsche kann man noch als eine coole Waffe nehmen, als eine coole Hauptwaffe. Deswegen quasi dazu was. Die Frage ist natürlich, wann soll das spielen? Weil, man weiß ja nur, Tode sind jetzt irgendwie allein und losgegangen, aber chillen die auch nur irgendwie da rum und haben nichts gemacht? Oder was für einen Zusammenhang kann man dort dann finden? Bin mir sicher, dass man dazu halt sich wieder was Geiles ausdenken kann, weil die Story von Darkseid ist wieder auch ziemlich cool. Muss man schon sagen, nicht wahr? Deswegen, man könnte da hier. Aha, wie ist es denn? Das hier da? Nein. Ach du Wix, Bitch, du. Hier gibt's nichts Spezielles, ne? Ne. Halt, weil man kann zu jedem Bruder dann was machen. Die Frage ist halt, dann irgendwie zu Darksiders 4 irgendwie, gibt's dann Darksiders 4 mit dem Reiter, mit dem anderen Brob und dann noch eine Frage, gibt's dann Darksiders 5 mit allen 4, weil man kann ja noch quasi die Story weiterführen, nachdem quasi. Krieg aber dann getötet hat und seine anderen Brüder ruft. Was dann quasi in diesem Falle. Was dann in diesem Falle quasi man irgendwie vielleicht sogar so ein Spiel machen kann mit, keine Ahnung, maximal 4 Spieler Multiplayer Co-op Game oder so halt, ähnlich wie so ein. Ähnlich wie so ein Left 4 Dead halt, und quasi jeder Spieler kann dann einen Reiter spielen und die gehen dann zu viert und kämpfen dann gegen halt die Armeen aus Himmel und Hölle, kämpfen gegen den Rat, kämpfen für ihr gegenseitig für sich, für die Brüder und alles, für die Bruderschaft der Neffen. Deswegen wäre es sehr interessant zu sehen, man könnte, es gibt echt viele Ideen, was man dazu anstellen kann. Ah, und jetzt wird das hochgefüllt. Die Frage ist, was bringt das? Ah, jetzt wird die Mühle hier angetrieben. Was bringt das? Ah, das bringt hier diese Dinger mit Bomben. Ah, Moment mal. Aha. Na, die Bomben brauche ich ja nicht, weil ich den Dude hatte, aber... Egal, wir sind auf jeden Fall in diesem Nebenbereich fertig. Kurz ein bisschen Angst macht. Schön mal hier runter.
Warte mal, können wir nicht hier rein in dieses Loch oder so? Nein, leider nicht. Natürlich ist da ein Gitter davor. Was dachtest du denn, Cooper? Hm. Hallo? Oh. Nur weil ich so rankreit wie so ein Spacken, ey. Oh, Mann, du Pissnake, ey. Mann. Diese unkommunikative Art und Weise widert mich an. Da werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Oder könnten wir jetzt irgendwie uns von dem mitteilen lassen oder würden uns an die unsichtbare Wand erwarten? Nein, ja, unsichtbare Wand. Hier werden wir nicht weiterkommen. Moment mal. Gab es diesen ganzen Weg nur um die Bomben zu aktivieren, damit wir in den Schlüssel kommen? Obwohl wir den Schlüssel einfach mit dem Dude holen könnten. Ich habe eigentlich quasi Wollt ihr mir wirklich sagen, dass ich einen Schritt hier übersprungen habe oder was? Ja, sonst können wir den Schritt jetzt aktivieren. Die Frage ist. Moment mal. Lass dich nicht zerquetschen, Reiter! Ach, schade. Die Frage ist, was müssen wir denn da reinschauen? Unseren Dude oder was? Natürlich jetzt nicht. In jedem Fall, den Schlüssel sind wir auch reingekommen, ohne diese Bomben zu haben. Aber mit unserem Dude! Wir hätten einfach diese Schritte überspringen können. Ziemlich lächerlich. Unmöglich. Unmöglich, dass sowas passieren konnte, ich weiß, aber kann man nichts machen. Wir werden eh alle Bereiche durchgehen, also. Was wenn wir einen Schritt überspringen können, wir werden es machen. In jedem Bereich wird es seine kleinen Secrets geben. Das können wir aktivieren. So, wir haben Cash, Aber stell dich das mal vor, Alter, so ein Multiplayer-Koop Darksiders, wo jeder einen Bruder spielen kann. So man sich durch Horden von Engeln und Dämonen ballert und sowas und schnitzelt und klatscht und. Das ist doch mega geil. Das hat fast wehgetan. Ja, ich lass dich. Ich reiß dich in Stücke. Ich lass mal gegen ihn kämpfen. Keinem schafft das. Ich lass ihm mal seine Zeit. Ich gönn ihm mal diesen kleinen Kampf. Moment mal. Da ist so ein Stück, ne? Ja, gut, dann müssen wir so einen Dude mitnehmen. Dann hole ich mal meinen Dude. Bleib hinter mir! Ich kümmere mich darum! Nicht mal ein Kratzer! Und zack! Reiß dich in Stücke! Und tschüss! Yay! Erst hier hast du nicht drauf! Ich hab hier ein bisschen Gold mit meinen. Hier. Attacken da, weiß schon. Moment mal, aber wir bekommen ja doch nicht unseren Dude durch, oder? Ah, wir müssen. Oh nein, wir müssen unseren Dude töten. Oh nö, wir müssen ihn zerquetschen in der Anlage. Es tut mir leid, Dude. Wir müssen dich killen. So traurig. Nicht unser Dude. Ihr habt den Steinroll-Dude getötet. Ihr Schweine. Es tut mir leid. Du kommst hier nicht durch. Lass dich doch nicht plattmachen, ja?
I'm sorry, dude. Ich brauch nur die Kugel, mehr nicht. Nein! Was hab ich getan? Jetzt fällt der Scheiß durch. Ich bin ein Monster. Nein, mein Dude! Nein! Okay, genug getraut. Wir brauchen diese Kugel, um weiterzukommen. Ich bin tot, ich habe keine Gefühle, ich bereue nichts. Ich tue alles, was nötig ist, um meinen Bruder zu retten. Wenn ich diesen coolen Steinroll-Dude zerquetschen muss, dann sei es so. Da kommt ihr nicht rein, aber die kleine Kugel tut es. Ich plansche erstmal im Becken, mal schauen. Wahrscheinlich können wir uns wieder irgendwas gönnen hier. So einen kleinen Talisman da unten reingeschmissen wurde. Nein, nichts, gar nichts. Das ist aber enttäuschend. Ich hätte mehr von dir erwartet. Becken. Voll mit Wasser. Moment mal. Habe ich da irgendwas hier? Nein, habe ich nicht. Schade, hier ist wirklich nichts. Hier ist nur so ein Durchgang, den man anschauen kann. Super duper. Ach, hier, Wandsprung. Die Frage ist, wie kommt Kenny hoch? Gar nicht, ne? It's a me! Tot! Haha, bin ich nicht witzig? Nein? Ja. Tja, fick dich. Ho, ho, ho. Ah, und da schmeißen wir den Herz... Das Wir gehen den Herzstein runter. Ich wollte gerade schon Herzheil sagen. Nein, Herzheil ist was anderes. Moment, wir haben gar kein Herzheil. Ne? Ja. Ich finde es gut, dass ich ein bisschen von Zelda entfernen. So, keine Herzheile mehr und alles. Zorn und Gesundheit wird nur von unseren Attributen und von unserem Level und unseren Gegenständen beeinflusst. Sehr viel mehr RPG. Yeah. Gut, ich kümmere mich darum. Ja, wer denn sonst? Deine Mama? Ja, wahrscheinlich ist sie verreckt. Die Frage ist, wo ist kein Sting da? Halt. Kein Scheiß, den er halt hier finden will. Was? Moment mal. Das gibt's nicht. Oh, kein Brot, gar nichts. Oh, dann ist er. Hier links der Baythel können wir töten mit unserem Scheiß. Und an der einen Stelle, kurz vorm Schlupf, da gibt's auch was mit Enthaken zu holen. Um diesen einen Nebendungeon. Ja, diesen einen Nebendungeon können wir auch nur durch einen Enthaken skippen. Das heißt, selbst nach diesem Final-Dungeon hier. Oh, der Eisig. Ostfixer. Selbst nach diesem Final-Dungeon hier gibt es trotzdem noch einen Nebendungeon und andere Dinge, die wir finden und nutzen können mit unserem Enthaken. Armklingen. Nehme ich nur. Und zerfetzt. Yeah. Wir zerfetzen die Gegner. La 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 la. Was? Ah, vielleicht die Assassin-Schleife sichern. Und was verändert das hier? Nichts? Genau. Dankeschön. Also ihr Leute sagen gar nichts. Da haben wir nur zeigen, dass wir irgendwie den Wasserspiegel gehoben haben. Ah, und deswegen machen wir die Röhre, damit wir hier auf die andere Seite kommen und... Ich verstehe. Ah, oh, natürlich. Piss. Boah. Rage. Die, motherfucker, die, motherfucker, die. Ah, sehr schön. Da fliegt die Sau aus Wasser. Das gefällt mir. Wasser ist sehr gesund und so und toll. Und ja.
Wasser ist toll, ja. Auf jeden Fall. Deswegen seid toll und trinkt Wasser den ganzen Tag. Also hier in Hamburg ist es natürlich eine der besten, die es gibt. Okay, in Deutschland ist. Deutschland hat wirklich sehr gutes Leitungswasser, deswegen. Ihr könnt auch Leitungswasser trinken. Ihr könnt andere Sachen trinken und so. Natürlich kann ich jetzt nicht die Tür aufhalten, weil er seine Hände voll hat. Gut, dass wir hier so einen kleinen Durchgang haben. Alles so ausgelegt, dass es perfekt funktioniert. Jetzt kommen, bekommen wir durch weitere Erschütterungen irgendwie. Oh. Ah, und das ganze fließende Wasser hat. Ich verstehe. Das Wasser hat quasi in Lava zu Stein gemacht. Ja, du hast gerade selbst, du hast selbst gesagt, dass wir drei brauchen. Und dann sagt er, anscheinend sind wir noch nicht fertig. Ich habe mal alle die Informationen vergessen, die ich dir mitgeteilt habe. Aber selbst dann, das Wasser hat quasi. Wir haben hier ganz viel Obsidian. Jetzt. Die Minecraft-Freaks sind jetzt am Ausrasten. Naja, seine Füße sind jetzt hier eingesperrt, aber. Nicht ein bisschen die Mafia, aber naja, er wird sicherlich sehr mächtig sein und einen Fick drauf geben. Und ja. Dann scheiß mal. So, kommen wir da rüber. Ganz easy peasy. Dann los! Was ist los? So. Ich hab dich, Alter. Spring an Bord. Ich habe schon Steine geworfen, die größer waren als du. Ja, beruhig dich. Ich habe noch meinen Duty aktiviert. Und du schmeißt mich über die Scheiße. Nach dir. Ja. Hier bräuchten wir unseren Dude. Achso, einfach einen Schalter. Eigentlich bräuchten wir diesen Schritt gar nicht, ist nur ein bisschen Zeit zu schinden. Meinetwegen. Aber ich würde mir echt vorstellen, keine Ahnung. Das mit dem vierten Reiter müsste dann echt so ein Spin-off werden, so halt, also ein Call of Duty-mäßiger Scheiß, weil er hat nur zwei Pistolen hat. Du bist ja zwar eine Pistole und nur eine Nebenwaffe. Was hat er denn? Die Hauptwaffe, eine Pistole und Nebenwaffe, eine Sense oder was? Na, Tod hat der Kriegs. Nein, Krieg hat die Todswaffe als. Als Nebenwaffe. Und ein Dungeon-Item als Nebenwaffe. Genau, alle auf Ferdis und so. Nicht auf, ne? Ja, gut. Die haben wir so aus dem Weg schieben, so zur Seite. Bewegt sich nicht mehr. Oh, da ist der dritte Stein. Das ging aber schnell. Aber der ist irgendwie. Ja, der dritte Stein ist verdorben. Seht ihr das? Das Verderben hat ihn befleckt. Hat ihn zugesetzt. Er leuchtet ganz grün und giftig. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Radieren mal alles verderben in diesem Raum aus, vielleicht hilft das ja. Wer weiß. Was? Mal geht da. Moment mal. Ach du Big Spricks. Das ist ja Bullshit, bruh. Toll, was machen wir jetzt denn hier? Ach. Gut, dass ich dieses riesige Loch hier nicht bemerkt habe. Ach, hier müssen wir auch noch aufsteigen. Mit der Verderben hier, weil das ist ja das dritte Herz, das brauchen wir unversehrt und unverdorben, weil ein verdorbenen Wächter
Und dieser Größe, das wäre wirklich das Ende. Das wäre das Ende für uns alle. I tried. Why? I don't know. Maybe because I like God. Nein, du. Und jetzt macht er das auf einmal. Pisse. Der ist ein richtig harter Pisser. Naja. Mal schauen, was wir hier tun können. Vielleicht gibt es irgendeine Bombe, um ihn zu lösen. Das Verderben von ihm zu lösen. Weil sonst sieht es halt nicht gut aus, ne? Das ist ganz und gar nicht gut. Was stimmt hier nicht? Merkst du das nicht? Ja, unser Dude wird jetzt ein Zwischenboss. Nein, mein Dude! Verdorbener Aufseher! Ach du Scheiße. Nein, mein Kumpel. Was habt ihr angetan? Ja. Das ist wieder Part, wo wir ständig unsere Dudes verlieren. Ich glaube, er sollte jetzt diesen Stein loslassen und ihn nicht zu den Wächter bringen, weil sonst. Okay, geiler Bug. Ach du heilige Scheiße. Da rum halt haben wir ja. Okay, der ist schon ziemlich geil. Komm. Okay. Und was machen wir jetzt mit ihm? Haken in den Kopf ab. Nein, unser Dude. Unser Dude. Müssen sie alle sterben. Kein. Ich glaube, sollst das Ding jetzt nicht. Das ist definitiv verdorben. Also selbst ein Idiot kann das noch sehen. Ich meine halt. Wenn du das jetzt nicht gesehen und gemerkt hast, weiß ich auch nicht. Weißt du was? Ich glaube, der Endboss wird der gute Wächter sein. Nach dir. Aber wie bekämpfen wir dann den Scheiß hier, wenn. Nein. Es geht doch nicht gut, wenn wir jetzt diesen verdorbenen Kern direkt auf seine Stirn platzieren. Ach du Scheiße, bevor wir dann zum wahrscheinlichen. Ich schau mal, wo ist der Dungeon hin? Haben wir wirklich alles geschafft, gemacht? Scheint wirklich so, dass wir komplett mit den Gießerei fertig sind. Das wird jetzt wahrscheinlich der arme Endboss sein. Wir müssen jetzt irgendwie die Korruption von ihm befreien. Aber dass weder Tod noch kein irgendwie davon gewundert sind, dass der Stein sofort hier den Dude böse gemacht hat und. What the fuck? Na egal. Wir sehen uns dann zu dem wahrscheinlich finalen Part für die Gießerei zum Endboss. Bis dann und ciao.